Leg dich doch hin, Bitch. Bitte. Wow, doch jetzt. Er hat eine Pris-Worn Mosin und ganz viel Munition dafür. Oh, das ist fast gar nichts flöten gegangen bei ihm. Relativ Was denn hätte? nice. Aber halt übelst. Ja gut, was macht er denn hier? Combine. Beeil dich bitte gern. Oh, okay, die Munition ist teilweise ruined. Nimm Mich. mit, was Ganzes. Ja, ich guck's gerade alles durch. Was ist denn noch? Benutzt mal. Also wird die Anti-Gift-Tabletten auch nochmal mitgenommen. Aber ich hätte für dich Injecten Whale. Keine Ahnung, ob dir das irgendwie helfen kann. Was? So eine Injektion. Mir geht's schon wieder gut, Hendrik. Okay. Die Antibiotika muss laufen. Das war so eine Infektion durch seine Sachen, durch die anderen. Ja, keine Ahnung, ob wir da noch was brauchen, eigentlich nicht. Dann Nein. lass ihn, halt ihn. Hattest du jetzt nach meinem zweiten Schuss geschossen oder nicht? Ja, ich habe da auch noch mal auf ihn drauf. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Schüsse in seinen Kopf gesetzt. Wenn ich ihn jetzt letztendlich getötet habe, kann ich dir nicht sagen. Aber du hast es auf Video, oder? Ja. Dann kann ich es mir irgendwo nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ich habe halt mit der Spitze gezielt. Ich habe jetzt gehofft, dass das 200 ganz gut gezeroed ist. Naja, 200 müsste gepasst haben. Hide Ich Body. habe einen Zombie bei mir schreien Ja, gehört. habe ich Kann aber sein, dass auch er eben bei gehört. mir War, drin glaube ist. ich, selber. Ich gehe jetzt Ah, runter. okay. Achtung, ich stehe wieder auf. Wie ja gesagt, er legt sich da einfach nur hin hinter die Mauer und wartet. Du bist wieder im Krankenhaus, gell? Na, ich gehe jetzt runter. Mein Feeling hang, ich muss erstmal was essen hier drin. Ich muss auch eigentlich auch immer was im Bee-Life essen, ich Unten hab sehe echt ich Hunger. zumindest gerade nichts. Ich sehe zumindest niemanden laufen oder so. Wie viel Mostermunition hast du jetzt noch? Da war, die war alle ruined. Die Munition war komischerweise alles ruined, weil das glaube ich in seiner Weste war, die wir getroffen haben. Naja, auf die Entfernung. Ja, ich habe ihn halt zwei, drei Schüsse auf den Körper gesprayt. Ja, der hat auf dich runtergeschaut, auf mich hat er gar nicht geachtet, Ja, gell? deswegen, ich Der hat wollte ihn einfach nur noch runtergeschaut. umbringen. Schade, jetzt weiß ich nicht, ob der so richtig gesilbert war. Wüsste. Du bleibst weiter da oben als mein Sniper-Support, würde ich sagen, und ich gucke mich hier weiter um. No. Wenn wir Zeit haben, können wir noch mal kurz über das Krankheitssystem reden? Ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen verstanden. Und über das, keine Ahnung. Wenn wir dann hier tot sind oder so. Kannst du auch jetzt erzählen. Okay, also wie gesagt, Food, wenn man sich irgendwas Falsches trinkt oder isst, muss man sich übergeben am besten. So schnell wie möglich. Am besten ganz viel trinken. Dann verlierst du zwar eine Menge Energie, Wasser und Essen und so, musst halt dann wieder kräftig nachfuttern. Und ich war ja vorhin wirklich vom Blut komplett fast tot, ja. Das war ja wirklich rote Messages und so schon. Aber da ich komplett voll gegessen und getrunken war, Hast du es wieder regeneriert, hat ja? sich das Blut dann regeneriert, logischerweise. Naja. Jetzt gerade war ich, auf einmal habe ich was aufgenommen, war sick, gleich orange, stand aber auch nichts da irgendwie, hab das Antibiotikum genommen und es war weg. Das war wohl dann eine Erkältung. Also gegen Erkältung braucht man dann weiter Antibiotika. Das heißt, wenn man nichts isst und keinen Fall den Test nimmt, was uns sick ist, dann muss man irgendwas Pillen nehmen oder so. So wie es aussieht. Schade, dass er nicht mit mir reden wollte, ey. Hätte echt ein ganz lustiges Gespräch werden können. Er war stumm wie ein Fisch. Mal wieder zum Wasserhahn. Insofern kriegt mein Charakter wieder Durst. Vor dem Krankenhaus ist eins, habe ich gerade getrunken. Ja, ist jetzt nicht dringend. Ein volles Leben. Server noch voll?
Ich denke schon, ne? Kannst du nachgucken. Ich habe heute nochmal Munition für dich gefunden. Warte. Ziemlich. Dr. J. Ja, die Chris sind auch noch immer Pete. drauf. Müssen wir hier ankommen, wir warten doch auf sie extra. Ja, das sage ich ja. Wie gesagt, ich glaube, die wurden entweder auf dem Weg aufgehalten, wo es wahrscheinlich ist, oder auch getötet. Ah, vielleicht sind sie ja dann doch nochmal hergekommen. Wer weiß. Vielleicht sind sie auch hier durchgelaufen, wer weiß. Sehen wir dann, wenn deren Aufnahmen hoch sind, falls sie Aufnahmen Stimmt, gemacht stimmt. haben. Oh, stimmt, ey, ich muss die auf jeden Fall gucken, da hab ich Bock drauf. Allein um zu wissen, ob die überhaupt hier angekommen sind. Da Na, schießt er mit M4. Ich nicht. Etwas Von wo? außerhalb, eher noch Richtung Stadt raus. Innenstadt, mir Welche so. Richtung? Innenstadt. Innenstadt. Ja. Bei dem anderen Krankenhaus vielleicht so in der Richtung, weißt du? Bei den viereckigen Häusern, Ja, die es ja, da ja. gab. Aber das ist viel zu weit weg für mich. Ja. Das habe ich doch nicht in Sicht. Nicht unbedingt. Ja, gut, du hast nicht in Sicht, das ist ein Problem. So war es gemeint. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dahin möchte. Weil dann habe ich den Vorteil, du verloren. Das ist echt blöde. Zumindest niemand, jemand, nicht jemand, keiner oben in der Feuerwache. In den obersten Teil. Da kannst du nochmal ein Auge drauf machen, weil die Leute wollen auch immer bestimmt ganz oben in die Feuerwache, weil ganz oben auf der Feuerwache sind ganz oft Pistolenmunition. Ja. Der Spot hier ist gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man außen sein kann und in die, sogar in ins Treppenhaus schauen kann, von ganz oben. Da wer kommt hier. Dann ist man nur zum Hafen offen in dem Moment. Heute läuft es mir erstaunlich gut in der See irgendwie. Dafür, dass das so knapp war, haben wir es echt gut hingekriegt. Die letzten Folgen waren irgendwie immer. Ja, weil ihr da Chaos in Elektro gemacht habt. Das war aber hammer lustig. Ja. Das lief richtig gut. Aber ganz ehrlich, das macht für mich Daisy nicht aus. Das ist eher das hier. Ja, aber auch die letzten Male, wo wir zusammen waren, waren irgendwie, keine Ahnung, so unorganisiert. Unorganisiert, das stimmt. Ich komme jetzt wieder zu dir. Ich muss mir was zu essen holen. Ich habe voll Hunger. Ich habe noch Cornflakes, aber ich brauche was. Ja, nicht Spiele, also in Real Life. Ich muss ja kurz einen Joghurt aus der Küche holen. Dann komm in meine Richtung. Ups. Spielermäßig habe ich jetzt schon länger nichts mehr gesehen seit dem Typen. Ich glaube, über Kimmo und Korn wäre es noch schwerer gewesen, über die Entfernung zu ziehen. Nee, wenn, dann schießt lieber mit dem Punkt. Ohne Visier mit dem Punkt. Auf große Echt? Entfernung. Ja, das ist relativ präzise. Wenn du stehst so lange. Also, ich kann damit okay. relativ gut umgehen. Ich weiß ungefähr genau, wie die Schuss dann ankommt. Okay, weil ich hatte jetzt gerade mit dem Visier gezielt. Das heißt, wenn ich auf 200 gesiert habe, dann schießt der Punkt auf 200 Meter, der normale Punkt. Naja. Okay. Müsste gehen. Zu wissen, soll ich ja, komplett so zu dir hochkommen oder? Du kannst theoretisch komplett zu mir Warte, ich muss erstmal einen Zombie ochsen. Schnell, 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 schnell. Ja, schnell, den schnell, höre ich die ganze schnell, Zeit schnell, schon. Schnell, schnell. Na toll, jetzt ist der Zombie wieder weg. Ne, ich komme jetzt kurz ganz hoch. Die gleichen Buggen hier noch voll rum, ey. Du bist das, gell? Naja, ich lege mich jetzt hier hin. Wenn er seine jo. Fäuste eingepackt hat. So, ganz kurz Aufgabe. Beeil dich. Oh Gott, da ist ein Spieler. Oh Gott. Hendrik, Spieler. Spieler, 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 Hendrik. Hendrik, Spieler, 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 Spieler. Hendrik, Spieler, Spieler. Hendrik, Spieler, 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 Spieler. Hendrik, Spieler, Spieler, Spieler.
Hendrik, Spieler, 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 Spieler. Ein scheiß perfekter Camper, weißt du das? Solche Leute wie dich hat man schwere Gas. Hendrik, Spieler, 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 Spieler. Hendrik, Spieler, 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 Spieler. Hendrik, 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 Spieler, Spieler, Spieler. Was, wo? Unten, nackt. Dem Moment wurde auf Kacke ums Karma. Ich sag das jetzt seit einer Minute durch, das Ganze hier. Er hat gesagt, ah, oh, du verfickter Camper. Er meinte wahrscheinlich mich, hat aber dich gesehen. Der war da unten, ist schon wieder weggegangen. Der war nackt. Da schön redet er. Wieder, ein Freundlich. Ja, dann, wenn er nackt ist, was soll er machen? Ja, ganz einfach, wenn er da hochkommt, ich treffe nicht mit der Haut, du bist ohnmächtig oder sowas, ist es einfach. Außerdem, ja, man weiß nie. Man labert da irgendwie schön, ich muss echt was essen, ey. Na, hörst du ihn? Wenn man mal mit Pete Speed auf dem Server ist, kann man auch mal freundlich sein. Soll ich ihm antworten? Oder nicht? Nee, da gebe ich nur zur Position her. Wo sind denn die? Weißt du wo? Er ist, glaube ich, ein Stockwerk unten. Der ist, glaube ich, eins da drunter. Der war kurz hier, hat dann hochgeschaut da. Soll ich runtergehen? Hier jetzt runter. Wenn du willst. Soll ich mitkommen oder was soll ich machen? Weiß ich nicht, musst du wissen. Solange die keine Waffen haben, töte ich sie auch nicht. Ach so, dann. Ich weiß nicht, ob die Waffen haben. Ich habe nur einen gesehen. Ich habe nur einen gesehen, gell? Spieler zwei, keine Ahnung. Sag, du hast den Sniper getötet. Du warst kurz AFK. Wenn jemand fragt, okay? Hm? Sag, du hast den Sniper getötet, der hier oben war und du bist dann nur kurz gerade AFK gegangen. Hallo? Seid ihr freundlich, ihr zwei? Sag, du hast den Sniper getötet, der oben war. Ja, das hätten die doch gehört. Ganz ruhig, wenn du jetzt auf mich zu einschlägst, dann drücke ich ab. Kollege, du hast die Sturmgewehr in der Hand, ich habe nur einen Baseballschläger. Ja. Lasst uns doch in Ruhe, wenn wir denn nichts tun. Wie habe ich geschossen? Ich lasse euch doch gerade in Ruhe, ganz ruhig. Hier oben findet ihr nichts. Du hast mich gerade irgendwo getötet. Ich habe hier niemanden getötet. Oder warst du der Typ auf dem Krankenhaus oben, der da gewartet hat? Nein. War vielleicht einer von denen, die hochgekommen sind? Ich dich beschuldigt habe, aber da dachte ich, war nur so auf den Typen, der da gerade eben drauf war, der hat mir einfach einen Rücken geschossen. Das war ich. Schüsse! Schüsse, Schüsse, Schüsse! Shoot, da schießt der, passt auf. Auf mich, von unten irgendwo oder so. Ja, oder ziemlich nah. Da schießt wer rein, ey, hat jemand abgeschossen hier drin! Lauft! Wo ist der? Ziemlich nah an uns, Fabrik, glaub oder? An dem Fabrikgebäude. Aber passt bloß auf, der guckt hier rein in die Fenster und sowas. Ja. Ich sehe gerade gar nichts, alles verwischt. Video gehen. Escape, Video hämmern und wieder zurück. Weil ich ihn vor mir wegsterben sehen habe. Okay, Hendrik. Ich bin so traumatisiert jetzt. Bei mir oben ist keiner drin, gell? Der ist irgendwie da. Bei der ich Fabrik. Bin immer noch unter dir. Da saß du ich da. Ich kenne die Umgebung. Da hast du mit mir geredet. Dann wurde er einfach hart erschossen. Ich sehe ihn nicht. Der muss irgendwo unten gewesen sein, da. Ja. Ich warte drauf, dass es in Mutholen kommen geht.